Meine Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, der Gemeinderat hat heute wieder eine umfangreiche Tagesordnung. Wir bringen ein großes Paket ein zur Entwicklung der Stadt, insbesondere in den Quartieren. Dabei stehen mehrere Themen auf der Tagesordnung. Zum einen die weitere Entwicklung unseres Krankenhausareals. Wir sehen ja mit großer Freude, dass der Neubau des Flugfeldklinikums große Fortschritte macht. Und wenn dann das Klinikum und auf das Flugfeld umgezogen ist, haben wir dort natürlich eine tolle Entwicklungsmöglichkeit für unsere Stadt. Und wir bringen heute in den Gemeinderat ein die Machbarkeitsstudie, die uns Ideen, Visionen und Ansätze aufzeigt, wie wir dieses Quartier entwickeln wollen. Wir machen das Ganze im Zuge der IBA und damit beschäftigen wir uns dann mit der Frage über das Thema Wohnen, Leben, Arbeiten in der Welt der Zukunft. Und wir haben die Chance, hier ein Quartier aus einem Guss zu entwickeln und zu gestalten mit neuen Ansätzen der Mobilität, natürlich mit einer großen Bedeutung des Klimaschutzes. Wir achten dabei natürlich auf Ansätze der digitalen Transformation. Also spannendes Projekt, was wir heute im Details darstellen aus dieser Machbarkeitsstudie und freuen uns natürlich auf eine weitere Bürgerbeteiligung, die dann im neuen Jahr stattfinden wird. Aber wir gehen auch auf andere Quartiere in dieser Stadt ein, auf bestehende Quartiere. So berichten wir über den Abschluss des Projekts in der Viehweide, die ja vor nicht ganz allzu langer Zeit Jubiläum gefeiert hatte, leider auch Corona-bedingt etwas verzögert. Dort haben wir gemeinsam mit den Aktiven vor Ort, mit einer engagierten Bürgerschaft, haben wir vieles auf den Weg gebracht. Es wurden viele Gebäude durch die Wohnstätten saniert mit rund 10 Millionen Investitionen. Wir haben einen neuen Spielplatz gestaltet durch die Wohnstätten. Wir haben aber auch einen neuen Spielplatz gestaltet, saniert. Es wurde der sogenannte Waldmensch wurde entwickelt in der Beteiligung mit Kindern und Jugendlichen. Und ganz wichtig, wir konnten dann den Stadtteiltreff einweihen, der eine ganz große Bedeutung hat, natürlich auch als Ort der Begegnung. Aus diesen tollen Erfahrungen heraus wollen wir weitere Quartiere angehen. Das ist auch der Wunsch des Gemeinderats. Wir haben hier eine entsprechende Untersuchung durchgeführt in der Stadt, wie wir hier weiter vorangehen können und wollen uns jetzt auf zwei weitere Stadtteile fokussieren. So schlagen wir vor, den Goldberg mit dem Konzept in das Programm Sozialen Zusammenhalt aufzunehmen, mit ähnlichen Ideen. Letztendlich, wie können wir Nachbarschaften aktivieren? Welche Sanierungen, Investitionen sind dort möglich? Und wir freuen uns, dass wir dort schon auf einen aktiven Bürgerverein zugehen können, die auch heute schon eine ganz, ganz tolle Arbeit machen. Und wir wollen ebenfalls die Entwicklung im Hinterweil fördern mit einem Programm zur energetischen Stadtsanierung. Da geht es natürlich in erster Linie um Klimaschutz, wie wir dort gemeinsam CO2-Emissionen senken können. Aber gleichzeitig wollen wir auch dort eine Quartiersarbeit aufbauen. Sie sehen, meine Damen und Herren, ja. Für Sindelfingen ist das Thema Quartiersarbeit eine Herzensangelegenheit, auch für mich persönlich, weil letztendlich als Stadt mit doch über 60.000 Einwohnern ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns kennen, dass wir uns begegnen, dass wir Begegnungsorte schaffen und dass wir funktionierende und gute Nachbarschaften haben. Wir freuen uns auf die Projekte. Vielen Dank für Ihr Interesse und für Ihr Mitmachen. Und bleiben Sie gesund, Ihr Bernd Föhringer.